Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute geht es um einen alten Bekannten, will ich mal sagen, um den Audi Q8. Der konnte bisher alles, der hatte bisher alles. Was ihm fehlte, das war der Hybridantrieb. Und auf vielfachen Wunsch der Kunden hier in Europa hat man sich entschlossen, diese Technik jetzt einzubauen in dieses Auto. Es gibt ihn in zwei Versionen, einmal den 55 TFSI und den 60 TFSI. Und um das Auto werde ich mich kümmern, denn der kann ein bisschen mehr und er hat auch ein bisschen mehr. Auf geht's! Dieselfreunde werden weniger, aber Plug-in-Hybrid-Fans werden stetig mehr. Warum? Es gibt mehr Leistung und weniger Verbrauch, das Image stimmt und man fährt recht sauber. Rund 2,7 Liter Normverbrauch gibt Audi an. Ich muss sagen, ich bin ja eher ein Freund von kleineren und auch leichteren Autos. Die sind dann eigentlich im Vergleich zu einem solchen großen Audi Q8 ein bisschen sportlicher. Trotzdem lässt sich dieses große Auto, und er wiegt ja auch mittlerweile über 2,4 Tonnen, recht agil und sehr sportlich bewegen. Die Fahrwerksabstimmung ist relativ straff. Man kann natürlich hier in den Fahrmodi einige Einstellungen anwählen, von ganz komfortabel bis hin zu sehr sportlich. Das Auto ist so, wenn man es ein bisschen schneller angehen lässt, auch nicht so viel in Bewegung. Es rollt nicht so stark, wie man das eigentlich erwartet. So ein SUV ist ja relativ hoch, der Schwerpunkt ist oben. Und wenn man schnell in eine Kurve einlenkt, dann rollen die Autos eigentlich relativ stark. Hier hält sich das wirklich in Grenzen und das Auto bleibt auch sehr kontrollierbar. Der 3 Liter V6 TFSI erzeugt 700 Newtonmeter Drehmoment. Der E-Motor erzeugt 136 PS. Die Systemleistung liegt somit bei 462 PS. Die 100 sind schon nach 5,4 Sekunden erreicht und bei 240 Topspeed ist dann Schluss. Also in Sachen Motorleistung ist man natürlich mit 462 PS Gesamtleistung wirklich verwöhnt. Das Auto schafft, wie gesagt, 240 auf der Autobahn. Das reicht ja allemal. Der Motor ist sehr leise, also das Auto wirkt auch sehr komfortabel. Es ist ein richtiges Reiseauto. Und da haben die Audi-Leute wirklich etwas Gutes auf die Räder gestellt. Das muss ich echt sagen. Der Akku ist 17,9 Kilowattstunden brutto groß. Netto stehen 14,4 Kilowattstunden zur Verfügung. Ja, nun ein Wort zu diesem Hybridantrieb. Es ist so, dass man einen großen Akku im Heck verbaut hat. Und man kann hier an den Instrumenten in dem virtuellen Cockpit natürlich die Anzeigen für die Bedienung des Hybridantriebs kontrollieren. Man kann hier genau überschauen, wie viel Reichweite, elektrische Reichweite ich noch habe. 50 Kilometer elektrische Reichweite sind rund möglich mit diesem Auto. Man kann bei einer Reise von München bis Hamburg natürlich auf dem Weg nach Hamburg, wenn man in Hamburg wieder rein elektrisch hineinfahren möchte, die Batterie laden. Es gibt hier verschiedene Modi, die man anwählen kann. Zum Beispiel, dass man den Ladezustand erhält oder versucht, die Batterie komplett aufzuladen oder nur im E-Modus fährt. Oder man wählt einen Modus, bei dem das System selbstständig, intelligent die beste Lademöglichkeit heraussucht. Es gibt hier so ein Automodell, da sieht man sehr schön, wenn ich ans Gas gehe, dann wird es unten gelb. Das bedeutet, ich bin mit dem Benziner unterwegs und beschleunige auch mit dem Benziner. Wenn ich dann vom Gas gehe, dann sieht man sehr schön, wird es unten grün. Das heißt, es wird jetzt rekuperiert, es wird Strom erzeugt und in die Batterie geschickt. Und wenn ich anfange zu boosten, also ich gehe auf Vollgas, dann nutze ich beide Motoren, den Elektromotor und auch den Benzinmotor gleichsam. Und man kann hier sehr schön sehen, dann wird das Gelbe auch noch ein bisschen grün. Und das zeigt mir an, ich nutze gerade beide Energiereserven. Rein elektrisch schafft der Q8 Hybrid 135 Kilometer die Stunde. Das reicht auch. Dafür ist er nach wie vor ein echter Hingucker. Ein Großraumtransporter und ein Zugfahrzeug der Extraklasse. Innen ist alles Audi Q8. Typisch auf Luxusniveau. Hier bleiben fast keine Wünsche offen. Das Sitzen und das Platzangebot sind vorbildlich, sowohl vorne als auch hinten. Nur der Kofferraum ist durch den großen Akku rund 100 Liter kleiner geworden. Das Aufladen ist dank Audi-App auch per Smartphone möglich. Hier hat man an alles gedacht. Aber der Q8 Plug-in-Hybrid ist derzeit nicht weltweit geplant. Zum einen schließen wir natürlich mit dem Audi Q8 TFSI-E die Lücke zwischen den TDI und TFSI angetriebenen Modellen auf der einen Seite und dem SQ8 TFSI auf der anderen Seite ein.
Wir sind natürlich im stetigen Austausch mit unseren Märkten und haben uns hier bewusst erstmal dafür entschieden, das Fahrzeug im europäischen Markt inklusive den europäischen Anwenderstaaten anzubieten. Sind natürlich aber auch weiterhin im Austausch und Kontakt mit unseren internationalen Märkten. Und sollten sich dort Veränderungen hinsichtlich der Marktanforderungen geben, werden wir da entsprechend dann auch ins Gespräch gehen und schauen, ob und wie wir entsprechend reagieren. Übrigens, der TSF i55 besitzt eine Leistung von 381 PS. So, ich bin am Ende mit meinem Fahrbericht und meine Meinung zu diesem neuen Audi Q8 mit Plug-in-Hybriden. Es ist ein unglaublich vielseitiges Auto mit modernster Technik ausgerüstet und der 60T FSI kostet in der Basisversion 92.800 Euro und der 55T FSI kostet 75.300 Euro. Das war's von mir. Tschüss.